Jawohl, meine lieben Freunde! Und damit herzlich willkommen zu meinem Oktoberfest-Spezial! Quasi live aus dem Festzelt, meine lieben Freunde. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich kein Problem kriegen werden, denn was ich machen möchte, hat was mit meinem Handy zu tun und ich hoffe, dass ihr jetzt keine Störgeräusche habt. Ich habe nämlich noch nie was vom Handy gestreamt. Deswegen hoffe ich, wird das jetzt gleich kein Reinfall. Weil die Störgeräusche, die jetzt eventuell durch dieses Handy kommen, wären schlecht, meine lieben Freunde. Denn wir spielen oder wollen eigentlich spielen. Ich hoffe, das geht. Ansonsten muss ich mir da eine Alternative... Ihr habt Störsounds jetzt? Echt jetzt? Eieiei, scheiße. Tja, damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Das ist nicht gut. Scheiße. Damit habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht gerechnet. Das ist ziemlich scheiße. Ja, aber ich kann das leider nicht offline spielen. Weil das ein Online-Spiel. Scheiße. Ja, wie gesagt, ich kann das... Ich kann das Netz nicht ausschalten, weil ich ansonsten das Spiel nicht spielen kann. Jetzt ist es weg. Vielleicht fängt es sich ja nochmal ein. Vielleicht fängt es sich nochmal ein, meine lieben Freunde. Mal gucken. Ja, im Flugzeugmodus haben wir... wie gesagt, ich brauche Verbindung zum Internet, denn, meine lieben Freunde, wir spielen... Oder wollen zumindest spielen... Welt der Biere! Meine lieben Freunde. Ne? Und BlueStacks App Player, was ist das bitte? Ein Emulator? Ist das so? Oh, warte mal, ich kann natürlich noch eine andere Sache probieren. Jetzt ist es weg. Ja, schauen wir mal. Ich würde natürlich ganz gerne das für euch störgeräuschfrei machen, aber ich kann natürlich doch eine Kleinigkeit kann ich bestimmt noch machen. Und zwar, wait a minute. Das dürfte eventuell gehen. Nehmt mir das nicht übel. Ich habe, wie gesagt, das so noch nie gemacht. Und diese ist jetzt nicht meine erste Aufnahme vom Handy aus. Das ist soweit ja klar. Aber... Was logischerweise habe ich noch nie vom Handy gestreamt, weil ich habe jetzt zum Beispiel schon Angry Birds viel gemacht. Aber jetzt pass auf, ich habe noch eine Idee, was ich kurz machen kann. Weil ich jetzt eigentlich nicht primär mit Emulator das Ganze machen wollte. Schauen wir nochmal, ob es jetzt geht. Schauen wir mal. Warte. Wir haben es gleich mal vorne. Ein paar Starterschwierigkeiten, aber das ist völlig in Ordnung. Ich möchte jetzt hier mit 800 Leuten live dieses unglaubliche Bierspezial machen. Und ich hoffe, dass jetzt die Störgeräusche weg sind. Sind die jetzt weg? Ich hoffe es zumindest, meine lieben Freunde. Sagt mir mal nochmal ganz kurz Bescheid. Und wir werden dann einfach starten. Denn ich habe mir nämlich was einfallen lassen. Nämlich zu diesem... kleinen Oktoberfest-Livestream zu diesem Special habe ich auch noch einen Gast vorbereitet für euch. Und den werden wir jetzt mal anrufen. Denn auf dem Oktoberfest ist man auch nicht allein. Deswegen habe ich heute als Gast eingeladen... Vanille! Okay, das hat schon mal gar nicht funktioniert, weil du über meine Lautsprecher kommst. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist geil. Ne? Jetzt, wo sie mal angeschalten sind, ist das aber gar nicht so geil, dass jetzt Skype noch nicht reagiert. Ja, scheiße. So, die Störgeräusche sind weg. Habe ich mich gekümmert, meine lieben Freunde. Habe ich mich instant gekümmert. Wenn wir jetzt noch den Banani herholen, dann ist alles in Ordnung. Also nochmal Banani! Prost! Jawohl, da ist er. Mann! Wenn ich schon mal ein Bierspiel mache, dann mit dem Banani, oder? Ja, ich würde es ja auch übel nehmen, wenn ich jetzt nicht hier wäre, ne? Also. Ja, live, wie gesagt, aus dem Festzelt. Schaut es euch an, wir sind quasi auf dem Oktoberfest. Wenn wir schon nicht zusammen als Einheit dort sein können, dann machen wir es wenigstens als Livestream, ne? Ja, ich habe ja auch wenigstens hier Oktoberfest-Bier da. Ne? Also. Du hast Oktoberfest-Bier da. Ja, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch, würde ich noch in München wohnen.
Habe aber nicht. Blöd gelaufen. Aber was ist eigentlich mit deinem Sound los? Sitzt du vor dem Laptop? Nö. Weil du hallst ohne Ende. Ja, also, es kann sein, komisch, dass das Dingens hier mein Webcam-Mikro schuld ist, weil... Ja, das könnte sein. Mein Headset kann ich nicht mehr leiden und jetzt habe ich mir Kopfhörer gekauft. So. Und ja, siehst du, ich sag doch Laptop. Ich habe doch sofort erkannt, dass das ein Laptop-Mikro ist. Ey. Nein, das ist ein Webcam. Webcam, ja, das, Webcam. Ja, das meine ich doch. Webcam. Ach, leck mich am Arsch. Aber das ist absolut gar nicht so schlimm. Jetzt machen wir erstmal ein Perle auf, oder? Richtig. So, wo ist denn hier mein Öffner? AKA mein Löffel. Ja, dann finde ich nicht, dann nehmen wir den hier. Ha! Denn ich bin ja, wie Mike Quackenbush, der Master of 1000 Holes ist, bin ich der Master of 1000 Bieröffnungsmöglichkeiten. In diesem Sinne, ein Prosit, meine lieben Freunde, zum Oktoberfest! Jawohl! Gut, der Löffel ist jetzt auch nur minimal verbogen. Deswegen habe ich eigentlich einen anderen Löffel, der ist etwas robuster. Cheers, Banani! Cheers! So, meine lieben Freunde, Welt der Biere ist ein Spiel fürs Handy und ihr werdet es deswegen feiern, weil das kann jeder von euch spielen. Meine lieben Freunde, ich poste es euch direkt mal in den Chat, denn wenn ihr Ausrufezeichen Link eingebt, dann kriegt ihr einen Link zu diesem Spiel, das ist kostenlos fürs Handy. Ist das geil oder was? Ja, Mann! Sauge. Leute, hat der Bananis denn auch schon? Ja, natürlich. Jawohl, so muss das sein, meine lieben Freunde. Denn das Prosit hier zum Welt der Biere beim Oktoberfestle hier beim Wolfpack, meine lieben Freunde. Kann sich jeder holen für die Leute, die es auf YouTube nachgucken. Einfach mal in der Videobeschreibung gucken. Da könnt ihr auch nochmal den Link zu diesem lustigen Spiel euch holen. Oder einfach mal im Play Store oder bei iTunes eingeben. Welt der Biere, ein kostenloses Bierspiel, das aufgebaut ist wie, und das werden wahrscheinlich die meisten kennen, das Quizduell. Gehe ich mal schwer davon aus, dass Quizduell ein Begriff euch ist. Wer und dieses Spiel ist... Bitte? Wer kennt das nicht? Ja, wer kennt es nicht? Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Und Bierduell... Bierduell sage ich schon. Ja, Quizduell... Nein, Welt der Biere ist aufgebaut wie das Quizduell, nur natürlich mit Bierfragen. Ist das geil? Ist das geil? Und, wir als Bierpack... Als große Bierliebhaber. Ich wurde gefragt, ob ich dieses Spiel nicht spielen möchte. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, da habe ich eine ganz geile Idee. Wir streamen das. Und nachdem ich, wie gesagt, ne, als Bierliebhaber wollte ich unbedingt mal reingucken. Und wir werden jetzt einfach mal gucken, was hier alles so gibt. Ich habe es mir noch überhaupt nicht angeguckt. Wie ich aber schon gesehen habe, weil hier der Scooter-Techno mir hier schon eine Anfrage gegeben hat, kann man das wohl einfach ganz easy machen, aber jetzt schaue ich erstmal, ob ich, wie das hier funktioniert. Wir suchen mal einen Spieler. Wie hat sich denn der Banani in dem Spiel genannt? Ja, so wie überall. Banani? Oder Bananenbrot? Ja, wo weiß ich denn Banani? Weiß ich nicht. Bananenbrot. Ja, wird Zeit, dass er mal Banani heißt, ey. Achso. So, gucken wir mal, ob wir den Banani finden. Keine Spieler gefunden. Achso, mit einer 8 wieder, oder wie? Ja, ja. Du, so Leadspeak-Hacker-mäßig, 90er Jahre. Ja, du bist ein richtig harter Typ, ey. Richtig harter Typ. Was bei O war die 8, oder? Ja, genau, beim zweiten O. 8R. Beim zweiten O hast du zwei O's im Bananenbrot? Nein, ich habe. Was laberst denn du? 8R0T am Ende, Mann, ist doch nicht so schwer. Du hast den Namen doch bestimmt schon oft genug gelesen, oder? Nein, ehrlich gesagt nicht. Was? 8? Was nochmal? Banane. Ach, 8R0T. Ja, so war das, richtig. 8R... beim zweiten. Hä, was? 8R0T. So. Ja, richtig. Ach, ich bin durch, sorry, ey. Einmal kurz am Bierli genippt und bin schon wieder raus. Also, Bananenbrot, meine lieben Freunde. Und den können wir herausfordern. Also, wer dieses Spiel sich auch holt und mal gegen den Banani spielen will... Der gibt einfach Bananenbrot ein und dann wird er da wieder ihn finden. Freust dich nicht auf die Einladungen, auf die Bierduelle. Und da haben wir auch schon den nächsten Payplay. Aber jetzt möchte ich erstmal gegen Banani spielen. Und wenn man einen herausfordert, das war bei Quizduell auch so, dann fängt erstmal der Gegner an. Und ich sehe schon, Nein drücken funktioniert nicht. Muss ich Ja drücken? Hallo? Okay. Hallo? Ich kann... Okay. So, ich habe eine Einladung vom Sekrum-Fan bekommen. Okay, das kann ich jetzt auch schon mal machen.
Ich wollte mich jetzt aber erstmal. Ah ja, okay, das dauert scheinbar ein bisschen. Ja gut, ich darf nicht vergessen, dass hier noch mit Übertragung und Pipapo und das alles ziemlich, ziemlich heftig. Mal ganz kurz, was haben wir denn hier noch? Dein Gesamtpegel? Haha! Ah, see what you did there, bro. Frage einschicken, also ihr könnt auch wieder selber Fragen machen, das war bei Quizduell auch möglich. App-Time, Pipapo. Aber ich wollte eigentlich meinen Avatar einstellen. Ich habe gesehen, das geht. Das weiß der Banani doch bestimmt, wo das geht. Ach, wahrscheinlich da oben auf meinem Charakter. Hahaha. Moment, man kann sie nämlich auch seinen eigenen Bayer erstellen. Ja, aber freilich. Ja, aber da habe ich schon gesehen, man muss sich da hier so ein Premium-Paket kaufen, wenn man sein Avatar so? Gestalten oh. möchte, ne? Ah, du benötigst einzufangende Produkte zu Premium. Bayern-Paket? Das ist ja ein Ding, ey. Das Bayern-Paket. Aha, okay, also man kann sich keinen Avatar machen, wenn man nicht das Premium-Ding hat. Wie gesagt, das ist die kostenlose Version, ne? Vom Quizduell gab es ja auch die normale und Premium-Edition. Ist halt so, ne? Die netten Herren, die dieses Spiel machen, die wollen ja auch irgendwie ihr Geld verdienen. Das ist ja auch alles weiter nicht reich. Aber wenn ich auf Nein klicke, passiert erstaunlich wenig. Oder es dauert einfach nur irre lange. Vielleicht liegt das auch an meinem Handy. Hast du auch so lang, musst du auch länger mal warten, wenn du irgendwo auf Nein klicken willst? Nee, aber ich hatte gerade die in der App die Herausforderung nicht bekommen. Ich habe sie nur über die Statusleiste bekommen. Ich musste gerade aus der App rausgehen. Ah ja, das ist interessant. Nee, die Anfragen habe ich immer bekommen. Ihr seht es auf dem Screen, dass ich... Ah, jetzt hat. Es dauert wohl scheinbar einfach nur lange. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das immer an meinem Stream liegt. Dass das da so ein bisschen lange dauert. Also gut, wir hätten hier einen Shop. Ich gucke mal ganz kurz rein. Auch das habe ich noch nicht gemacht. Das Premium-Paket, gut, also mal ganz ehrlich, 94 Cent ist ja wohl echt nicht tragisch, ey. Ja, Küste ist teurer. Ja. dann noch das Bayern-Paket für 79 Cent, ja gut, das ist alles jetzt nicht weiter tragisch. Brauchen wir aber für den Sinn des Zweckes dieses Streams oder dieses Spiels nicht. Also, man kann hier sich unglaublich lustige Avatare machen. Ihr müsst mal einfach dann im, was weiß ich, Welt der Biere-Trailer gucken oder so. Da gibt es, da kann man sich ganz lustig Bayern zusammenstellen. Und jetzt hat, warte ich mal auf die Antwort von Banani, während ich jetzt gegen den Sekrum schon mal spiele. Für den Fall, dass es, ich denke mal, Doppelklick. Ja, Doppelklick. So. Runden. Jedes Spiel besteht aus 6 Runden mit jeweils 3 Fragen. Alternativ dazu könnt ihr euch in Geschicklichkeitsspielen messen. Oha. Das klingt schon mal interessant und das wäre eigentlich auch eine ganz coole Alternative oder Abwechslung zu den normalen Fragen. Schauen wir mal. So, du bist dran. Das grüne Kästchen zeigt dir an, wer gerade an der Reihe ist. Wenn dein Gegner am Zug ist, heißt das erstmal abwarten und ein Bierchen trinken. Jawohl, Prosit! Es gibt, Perle, Banane, es gibt also auch die Möglichkeit, dass man pro Frage 2 richtige Antworten hat. Ist das so? Ja, ich habe gerade eine Frage gehabt, da gab es 2 Antworten, die grün sind. Oh, okay. Das wird mir hoffentlich auch vielleicht gleich noch erklärt oder so. Jetzt schauen wir mal. So, Runde spielen gegen den Sekrom, der heute jetzt seine 12-monatige Subscription fertig gemacht hat. Wähle eine Kategorie aus. Wir spielen immer im Wechsel, das ist klar. So, wir haben jetzt die Auswahl aus Allgemeines, Statistik oder Biersorten. Mal vorneweg, ja, ich bin ein leidenschaftlicher Biertrinker seit vielen Jahren und ich trinke gerne Bier, aber ich habe garantiert nicht so die Bierahnung. Ja, also, um das mal vorneweg zu stellen, deswegen habe ich mir auch eigentlich den Banani hier an Bord geholt. Meinst du, ich habe mehr Ahnung? Weiß ich nicht, aber ich dachte, wir können zu zweit mehr reißen als alleine. Erzählen, ne? Außer wir spielen gegeneinander, aber ansonsten wollte ich natürlich ein bisschen hier Duel spielen. Das ist natürlich dann ein bisschen schwierig jetzt für den Sekrom, beziehungsweise wahrscheinlich macht das eh nicht viel Sinn gegen euch zu spielen, weil ihr im Stream ja seht, was ich klicke. Das ist ja eigentlich ziemlich Unsinn. wenn ich mal ganz ehrlich bin. Deswegen wird der Banani jetzt erstmal von mir eine, wenn ich das jetzt hinkriege, eine, oh. Klappt das? Eine was? Eine Übertragung wollte ich dir schenken. Ah, ja, ja, klappt. Ja, das klappt. Damit du nämlich auch die Frage siehst und wir die zusammen beantworten können, meine lieben Freunde. Wir nehmen als erst einfach mal Biersorten, oder? Ja, das klingt immer gut. Das klingt immer gut. So. Eigentlich ist eine Unverschämtheit. Oh, warte mal. Geht das jetzt direkt los? Oh, die Zeit läuft. Was, wie viel Prozent des Verkaufs im Lebensmitteleinzelhandel machen Pilz im Vergleich zu anderen Bieren aus? Ach du Scheiße. Gott, das wird mit Sicherheit viel sein. Meinst du, für jede Frage gibt es, jetzt kommt erstmal so eine Art Tutorial. Haben noch ein bisschen, eigentlich ist es eine Frechheit, dass ich gegen einen Sekrom spiele. Der darf nämlich noch gar kein Bier trinken. Du bist, das geht gar nicht. Kollegen, Bier erst ab 16 Jahren, gell? Seid brav.
Für jede Frage gibt es 1, 2 oder 3 richtige Antworten. Wow. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt, maximal 3 Punkte pro Frage. Falls du eine falsche Antwort einloggst, bekommst du sofort 0 Punkte. Das hätte ich mir auch vorher mal durchlesen sollen. Also ich habe immer so durchgeklickt. Das kommt davon, wenn man das Tutorial skippt, Mensch. Ja. Also bis zu 3 Antworten, jede richtige 1 Punkt und eine falsche 0 Punkte. So. Achso, das war nur eine Testfrage. Ich glaube, das ist gar nicht die allgemeine Frage. Der Balken zeigt dir an, wie viel Zeit dir natürlich noch bleibt. Das ist eh logisch. Und markiere deine Antworten, indem du sie antippst. Ich hoffe, das funktioniert ein bisschen schneller während meines Streams. Und klicke danach auf das Häkchen und schicke so deine Antworten ab. Also mehr als 10%, 80, 50 oder 30. Oh Gott. Boah, mehr als 50 mit Sicherheit. Ja, ich würde auch sagen. So, wir loggen das ein und geben es ab. 80%! Boah. Wow! Nee, Moment, Sick. Moment. War das 80%? Nein. Wenn mehr als 50% richtig war, war mehr als 10% und mehr als 30% auch richtig. Dann war mehr als 80% falsch. Klick mal auf den Pfeil. Ach, so stellen die das vor. Ja, genau. Ah, okay, mehr als 80 richtig. Ist falsch und dann hätte man 3 Sachen anklicken können. Aber das ist jetzt ja ein bisschen Unsinn. Ja, jetzt hast du es nur halt quasi nur zu einem Drittel richtig. Ah, okay. Clever. Ist aber auch kompliziert. Okay. Was? Ich habe irgendeinen beliebigen Spieler gesucht und Banane gefunden. Geil, läuft. Okay, ja gut. Dann nächste Frage. Wo gibt es das hellste wo ist das helle Exportbier ein Grundnahrungsmittel? Ja, in Bayern. Bayern. Am Stammtisch finde ich auch eine geile Antwort. Was? Am Stammtisch ist richtig? Das ist nicht wahr. Okay, also das ist nicht ganz ernst zu nehmen. Ist so ein bisschen Trolli. Okay, in Bayern und am Stammtisch, meine lieben Freunde. Aber das ist ja klar, oder? Am Stammtisch trinkt man Helles, verdammt nochmal. Kommt jetzt auf den Stammtisch an, ne? Ah, finde ich aber schon sehr lustig, muss ich sagen. So, nächste Frage. Welche dieser Biere sind naturtrüb? Zwickelpilz, Kellerbier oder Zeuge? Kellerbier? Ja. Auf jeden Fall. Zwickel bin ich mir nicht sicher. Also Pilz nicht. Pilz auf gar keinen Fall. Zeuge kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Deswegen würde ich sagen, nur Kellerbier. Alle außer Pilz. Läuft. Kann man machen. Hey, immerhin ein Punkt, ja. Also bitte. Ja, wir sind ja eh, Livestream ist immer ein Wolfpack-Stammtisch. So steht es ja auch in der Twitch-Beschreibung auf der Hauptseite. Ja. Von dem her, wir sind hier genau richtig, meine lieben Freunde. So. Ich glaube, jetzt habe ich die 3 Fragen beantwortet und jetzt müsste eigentlich der Sekrum dran sein. Und jetzt kommt erstmal Werbung für Amazon. Ja gut. Na, ist ein kostenloses Spiel. Werbung kann man sich angucken, meine lieben Freunde. So. Voller Bierkrug, du hast alle richtigen Antworten genannt. Halb voller Bierkrug, deine Antworten waren richtig, aber dich vollständig. Leerer Bierkrug, du warst scheiße quasi. Alles klar. Ja, wir haben leider keinen einzigen vollen Bierkrug, aber wir wurden ja auch getrollt. Wir wussten nicht, dass das so ist. Ist zwar nett, aber ne. Nee, ich kenne tatsächlich auch keinen Zeugen. Was soll denn das sein? Ich hatte auch gerade eine Augustinerfrage. Geil! Ja, wir müssen ganz viele Augustinerfragen einstellen. Ja, da ging's um den Umsatz von Augustiner. Sehr geil. So kannst du die Fragen und Antworten aus der vorherigen erneut anschauen. Klicke einfach auf den Bierkrug. Eh klar, oder? Ja, hier sieht man nochmal die Übersicht. Jetzt hat quasi der Sekrum diese Fragen bekommen und darf die als nächstes stellen. Was ist jetzt das hier für ein lustiger Würfel? Das interessiert mich mal nicht. Ich gucke mal. Der Banani hat nämlich schon gespielt. Also ich kann jetzt eure Herausforderungen jetzt für den Stream nicht alle annehmen. Das können wir gerne privat, können wir das noch machen, aber jetzt für den Stream kann ich das jetzt nicht machen. Ansonsten komme ich überhaupt nicht vorwärts. Ich brauche jetzt so ein kleines System erstmal und kann nicht 100 Milliarden Herausforderungen annehmen. Vielleicht später nochmal, ja? So, ich habe jetzt wieder auf Nein geklickt. Das scheint immer ein bisschen länger zu dauern. Da kann ich jetzt wirklich nichts dafür. So, naja, wenn du sie annimmst, dann werden sie einfach nur gespeichert in dieser Liste. Ja, theoretisch natürlich, aber ich will jetzt auch nicht. Kannst du spielen, wenn du willst. Ich möchte jetzt nicht unbedingt jetzt hier gleich 10.000 Mal scrollen müssen, um auf eine Ding zu kommen. Also mal ganz ruhig jetzt hier. Was im Moment der Zeugel auch, Zeugel oder was? Kumunbier ist ein untergäriges Bier, das vor allem in der nördlichen Oberpfalz. Wikipedia. Also ein oberpfälzisches Bier, seht ihr, da kann man auch mal ein bisschen was über Bier lernen. Das denke ich mal auch ganz interessant, weil, wie gesagt, wenn man gerne Bier trinkt, heißt das ja nicht automatisch, dass man sich mit Bier so viel auskennt. Ja? Aber das ist jetzt die andere Sache. Bedingt, ne? Bedingt, ne?
sag mal, das Wichtigste ist, dass man weiß, was einem schmeckt, ne? Ja, das ist super wichtig. Banani, es steht doch auch noch unsere Bierverkostung aus, wa? Wir haben eine Bierverkostung? Ja, da haben wir doch schon vor gefühlt einem Jahr haben wir das mal besprochen, dass wir ganz viele verschiedene Biere testen und dann so eine Bewertungsliste machen. Ja, das machen wir. Das machen wir irgendwann bei Zeiten noch. Das machen wir. Ja, ne, auf jeden Fall. Also, was mir hier nicht so gut gefällt, dass ich hier die ganze Zeit auf Nein klicke, aber nichts passiert. Ich muss an mir liegen, weil Banani hat das nicht. Ich klicke ja nicht auf Nein, ich klicke auf Ja. Und hab okay, wenn ich auf Ja klicke, dann ist das auch zum Beispiel... Also, das Spiel zwingt mich jetzt gegen Tim Rath zu spielen. Naja, du kannst die Herausforderung annehmen, aber du bist ja nicht direkt ja, im ja, Spiel. Ja, ne? Ich weiß. Ich habe Crystal gespielt, keine Sorge. Gut. Warum eigentlich nicht gegen mich? Ihr könnt ja auch gegenseitig euch herausfordern, meine lieben Freunde. Ihr könnt ja im Chat ganz interaktiv sein. Könnt ihr ja einfach sagen, wie ihr in dem Spiel heißt und euch dann gegenseitig mal herausfordern. Ich drücke Ja und Nein im Wechsel und da passiert noch nicht so viel. Dann warten wir einfach nochmal ganz kurz. Nochmal der Hinweis für die Leute auf YouTube. Könnt ihr wirklich gerne euch mal das Spiel holen. Kostenlos testen, kann nicht viel verkehrt sein. Link ist unten in der Videobeschreibung und für meine Leute hier im Stream immer schön, wenn ihr die Infos wollt, ne, Ausrufezeichen Link und dann zack, boom, könnt ihr euch das einfach runterladen. So, und ich hoffe, dass jetzt hier dieses Herausforderung... Oh, jetzt kann ich ganz viel machen. Ah, hat sich irgendwie... Oh mein Gott, ich habe geahnt, dass ich eine Milliarde Herausforderung krieg. Ich drücke einfach Ja und Nein im Wechsel, ne, wer Glück hat, der ist jetzt in meiner... Oh mein Gott. So, ich wusste, jetzt kann ich nämlich scrollen bis zur Vergasung, ey. Das geht mir aber auch so, also. Läuft Banani, das finde ich schon mal gut. So, ich habe jetzt nicht so viel. Ich wollte jetzt nämlich als nächstes erstmal gegen den Banani spielen und dann schauen wir weiter, okay?